Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Jetzt ziemlich genau ein Jahr Untersuchungsausschuss. Wir setzen unsere Arbeit auch heute fort und ich kann für uns sagen, dass wir glauben, dass der Untersuchungsausschuss auf einem sehr guten Weg ist. Obwohl uns in den letzten Monaten viele Steine in den Weg gelegt worden sind, schreiten wir mit der Aufklärungsarbeit voran und verstehen immer mehr in Details, wie sozusagen das, was Edward Snowden aufgedeckt hat für, vor über eineinhalb Jahren, eben auch in Deutschland seine Aspekte hat, wie es hier zu Kooperationen gekommen ist bei dem massenhaften, anlasslosen Datenabgriff an der Glasfaser. Wir haben heute eine interessante Zeugenvernehmung, die vor allen Dingen auch im Hinblick auf das Projekt Iconal uns hoffentlich weiter konkrete Einblicke geben wird. Insbesondere ist ja interessant die Amnesie unserer Zeugen im Hinblick auf die Datenmengen, die weitergegeben werden. Das ist eigentlich bei Menschen, die jeden Tag mit diesen Dingen zu tun haben, gar nicht recht zu verstehen, warum man nun ausgerechnet vergisst, wie groß die Datenmengen sind, die man da an der Glasfaser abgreift. Aber auch im Hinblick auf das Funktionieren der Filter stellen sich viele Fragen. Wir vertreten ja immer noch die Auffassung, dass diejenigen, die auf die Glasfaser zugreifen und massenhaft Daten auch von Deutschen abgreifen, nachweisen müssen, dass ihre Filter funktioniert haben und nicht, dass dieser Untersuchungsausschuss beweisen muss, dass die Filter nicht funktioniert haben. Das wäre ziemlich drollig. Ich will zu einem Vorgang der letzten Sitzung sagen, wir hatten hier einen Zeugen, der uns relativ klar gesagt hat, dass Daten, die vom BND abgegriffen werden, an die Bundeswehr weitergeleitet werden. Wir haben diesbezüglich einen Beweisantrag gestellt als Opposition, um diesem Vorgang nachzugehen, wie diese automatisierte Datenweitergabe, von der der Zeuge berichtet hat, im Detail funktioniert hat. Dieser Antrag ist heute nicht entschieden worden. Die Große Koalition hat ihre Mehrheit im Ausschuss genutzt, diesen Antrag zu verschieben und stattdessen ein Ersuchen an die Bundesregierung zu stellen, ob denn die vom Zeugen beschriebenen Sachverhalte sich auch so von Seiten der Bundesregierung darstellen. Aufgrund des Umstandes, dass das aus unserer Sicht kein richtiger Antrag ist, kostet das uns unnötig Zeit und wirft doch ein fragwürdiges Licht auf diesen Vorgang Datenweitergabe des BND automatisiert an die Bundeswehr. Scheint auf jeden Fall ein Problem zu sein, weil man hier eben aus dem geordneten Verfahren ausbricht von Seiten der Koalition und jetzt auf Zeit spielt. Wenn die Bundesregierung antwortet, weiß ich auch nicht genau, was wir mit der Antwort anfangen sollen. Entweder sie sagt, der Zeuge hat gelogen, dann müssen wir ein Strafverfahren gegen den BND-Beamten einleiten. Oder sie sagen, der Zeuge hat nicht gelogen, dann hätten wir auch gleich unseren Beweisantrag stellen können. Insofern ist das unschlüssig. Wir fanden das sehr bedauerlich, dass hier die Union und die SPD ihre Mehrheit ausgenutzt haben, um uns formal auf die längere Bank zu schieben. Soweit erstmal. Ja, von mir auch ein herzliches Guten Morgen. Ich möchte zu einem zweiten Vorgang in der Beratungssitzung auch Stellung nehmen. Sie wissen ja, wir haben für die übernächste Sitzung Zeugen aus dem Unternehmen MCI WorldCom bzw. heute Verizon geladen. Es geht um die Operation Klotik, also den Abgriff hier in Deutschland bei einem US-amerikanischen Provider durch den BND für die CIA. Und hier gestaltet sich die Zeugenladung aus diesem Unternehmen tatsächlich sehr schwierig, weil die Bundesregierung wohl im Vorfeld erst in einem Konsultationsverfahren mit den zuständigen Stellen in den USA zu einer ganz konkreten Zeugenbenennung, die wir beschlossen haben im Ausschuss, sich beraten muss. Es geht hier um einen leitenden Mitarbeiter des Unternehmens, der uns tatsächlich Auskunft geben soll zu dieser Kooperation. Und wir haben in der Beratungssitzung eben sehr darauf gedrängt, dass jetzt die Bundesregierung ihre Amtshilfepflicht auch tatsächlich wahrnimmt, dass wir dieses Ersuchen natürlich, wir haben keine Pflicht des Unternehmens, uns den Zeugen hierher nach Deutschland zu bringen, tatsächlich, aber die Bundesregierung soll ganz dringend sozusagen mit den USA die Voraussetzungen klären,
dass wir diesen Unternehmensmitarbeiter hören können. Die Frage wirft sich natürlich oder drängt sich natürlich auf, warum hier US-amerikanische Stellen beteiligt werden müssen, wenn es um einen Mitarbeiter eines privatrechtlichen Unternehmens geht. Sie können verstehen, dass das möglicherweise weitergehende Implikationen für die Arbeit des Untersuchungsausschusses hat, die über die reine Zeugenladung jetzt dieses Mitarbeiters hinausgeht. Von mir auch noch mal zwei Sätze zur heutigen Zeugeneinvernahme. Wir hören ja einen Abteilungsleiter, der in der Endphase von Iconal, also des Abgriffs bei der Telekom für die NSA durch den BND beteiligt war. Und wir werden mit ihm natürlich zum einen die Gründe für das Aus dieses Projektes diskutieren, aber zum zweiten, und das ist uns sehr wichtig, eben auch ganz klar nachfragen, gab es Kompensationsprojekte, gab es Nachfolgeprojekte, gab es andere ähnlich gelagerte Kabelabgriffe, von denen wir bisher nichts wissen. Wir als Linke sagen, wir glauben nicht, dass es sich lediglich um die beiden Projekte Iconal und Clotec handelt, die Gegenstand des Untersuchungsausschusses sind. Eine dritte Kooperation mit Großbritannien, so denken wir, muss ebenfalls Untersuchungsgegenstand werden. Dazu werden wir in der Beratungssitzung in der nächsten Woche uns dann auch mit der Bundesregierung verständigen. Also diese Zeugen sind heute dafür da, um ein bisschen auch den Rahmen zu erweitern über Iconal hinaus und zu sehen, was ist danach erfolgt oder parallel erfolgt, von dem der Untersuchungsausschuss bisher keine Kenntnis erlangt hat. Der Zeuge, um den es geht, ist das ein deutscher Staatsbürger oder ein US-Staatsbürger? Da wir die Namen bisher nicht lesen dürfen in der Akte, können wir das nicht eindeutig aussagen, aber wir können davon erstmal ausgehen, dass es sich eher um einen US-amerikanischen Mitarbeiter handelt.